Ich befinde mich nun bei den Xinsha Yizhi, also den Überresten von Xinsha. Wenn man durch den Osteingang reinkommt, dann kommt man in so eine riesige Halle oder an so eine riesige Halle, die man betreten kann. Und hier findet man diese ganzen Ausgrabungsstellen und Stätten. Es gibt Wege, die da durchführen, einer hier vorne und einer da hinten, die einen an verschiedenen Stellen vorbeiführen. Hier sind verschiedene Dinge ausgegraben worden, Gebäude, also so Pfostenlöcher von Gebäuden, allerhand Opfermaterial, weil das hier wohl ein rituelles Zentrum war. Die Kultur oder die Fundstellen, die Datierung der gefundenen Objekte schwankt zwischen der späten Shang-Zeit und der Frühlings- und Herbstperiode. Und man hat ja alles Mögliche gefunden, zum Beispiel ganz viele Elefantenstoßzähne und auch ansonsten halt alles Mögliche, was man aus China so kennt, Jaden, Bronzen, Steinobjekte, Töpferwaren, aber halt alles relativ speziell und individuell, weil ja Sichuan von der zentralen Tiefebene gut abgeschirmt ist. Es gibt ja nur einen Durchgang durch die Berge, die Sichuan im Norden, Westen und Süden einschließen, und der geht in Richtung Osten raus, ist ziemlich eng. Von daher war die Kultur hier längere Zeit relativ eigenständig, auch wenn Kontakte zur Außenwelt bestanden haben. Man hat hier auch einige Bronzen gefunden, die eindeutig von den Shang importiert wurden. Was man hier auch gefunden hat, außer Elefantenstoßzähnen, waren noch Überreste von Bäumen. Wenn wir jetzt sehen, da ist hier sind Reste von Holz. Und wenn wir nochmal in die andere Richtung gucken, das sieht man von hier nicht. Da kann man hinten auf dieser Plattform rumlaufen und da sind Glasfliesen im Boden, da kann man unten noch einen riesigen Baumstumpf sehen. Tiefebene hier in Sichuan ist ja heutzutage relativ schwach bewaldet, allerdings damals vor ja so grob 1500 vor Christus bis 500 vor Christus war hier noch alles ordentlich bewaldet und auch mit sehr riesigen Bäumen. Ich gehe dann jetzt mal weiter. Einmal den Gang runter und zeige euch mal kurz etwas aus der Nähe. So, ich habe mich jetzt einfach mal an so eine repräsentative Stelle mitten auf dem Weg hier gestellt. Viele der Objekte sind geborgen und sind in der Ausstellung, in die wir gleich gehen, eine Halle weiter. Einige Sachen liegen aber auch noch hier. Zum Beispiel ganz vorne ist eine Grube mit extrem vielen Elefantenstoßzähnen, die man ausgegraben hat. Einmal kurz ausgemessen und sich angeschaut hat, und da hat man das Ganze wieder eingegraben aus Gründen der Konservierung, damit die halt einfach nicht an der Luft vergehen. Hier finde ich, sieht man relativ viel an einer Stelle. Wir haben hier Tonscherben, die unten liegen, verteilt, die man noch ausgraben könnte. Wir sehen hier verschiedene Schichten. Das ist in der Archäologie ja auch wichtig. Hier sehen wir auch noch verschiedene Schichten, hier auch besonders farbig, dunkel, hell, wieder dunkel. Diese Schichten sind halt wichtig zur Datierung von Objekten, weil man weiß, wenn etwas in Schicht XY liegt und man weiß, wie alt diese Schicht XY liegt, dann weiß man auch, wann das Objekt hergestellt wurde. Und ansonsten sieht es hier überall so aus. Es sind teilweise Schildchen dazwischen, wo dann steht, was man hier gefunden hat. Und später in der Ausstellung, da gibt es auch teilweise Vitrinen, wo dann Stücke aus einer Grube, die man ausgehoben hatte, zusammen ausgestellt sind. Also es ist entweder thematisch sortiert, so hier haben wir eine Vitrine voller Bischeiben, oder es ist halt nach den Fundorten oder nach den einzelnen Ausgrabungsstellen hier sortiert.
ja, wie gesagt, das hier relativ repräsentativ. Man sieht ja einen Teil von Objekten, die hier liegen. Und man sieht auch erstens mal hinten an den Schildern, die, wie heißt das, Stratigraphie, also die einzelnen Schichten. Und man sieht es auch auf der rechten Seite relativ gut an den Farben der einzelnen Erdschichten.